durch. Kato aktualisiert. Aber ich höre sie doch. 5 Schuss, ey. Könnt ihr auch mal einfach sagen, ich mache mir ein bisschen Munition. Na, ist ja. Warum auch nicht? So, Gewehrmunition. Davon will ich was haben. Definitiv. Ganz wichtig. Und ich möchte. Oh, Flintenmunition, 6 Stück. Eine Pistole ist eigentlich besser. Sonst haben wir auch nichts mehr. So, Gewehr können wir noch machen. Sehr gut. Zumindest ein bisschen. Immer noch diese blöde MP-Munition hier. Nein, so ein Schweinemann. So ein beschissener Schweinemann. Ja, na klar, lebst du noch. Ey, tatsächlich würde ich mich wirklich mehr über Munition freuen. Sein Kristall hat da so einen kleinen Kristall in der Tasche. Ist mein kleiner Schatz. So, hier könnten wir Ashley rausholen, aber lass mich raten, hier brauchen wir erstmal eine Karte. Hier brauchen wir eine Karte. Wo bekommen wir die her? Hier ist zu. Hier rum, hier ist auch noch eine Kiste, die holen wir uns. Pesetas. Gut, hoch mit uns. Ding, 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 ding. So, diese boshafte Kiste hier in der Ecke hat den sofortigen Tod verdient. Schauen wir weiter. Ja, wahrscheinlich müssen wir durch die Tür. Oh, Kraut ist gut. Können wir runterspringen. Schauen wir mal ran. Und? Kommen sie? So geil. Ah, oh, Tür zu. Egal. Er ist ja weg. Okay, alles klar. Okay, jetzt sind auf jeden Fall mehrere. So, wie sieht es denn messertechnisch aus? Okay, ich habe noch eine Bowie-Messer, das sieht noch in Süd aus. Da drüber. Also auf jeden Fall 2. So, er ist auf jeden Fall der wesentlich gefährlichere Gegner hier vorne. Okay, und der hat mich auch gleich gesehen. Schön. Mann, oh. Meine Lieben, die Hunde verlangen nach einer Audienz an ihren Stammbäumen, entweder bis später oder bei Martin und Steve. Also, Couchkommando und Benny und Steve, genau. Ja, dann führst du mal raus, die kleinen Mäuse, und auf jeden Fall bis nachher. So wie ich mich anstelle, wirst du wahrscheinlich noch zu Resident Evil dazukommen. Einfach hier wieder der letzte Hufmannstelle, ey. Schon wieder Eimermann, wa? Unter uns? Oh, nee. Oh, nee. Okay.
komme hier nicht wirklich aus der Pusche. So, was haben wir hier? Rohstoff. Einmal Rohstoff. Und machen wir Flintenmunition. Pistolenmunition. Oh nein, ich glaube im Original, ihr habt hier so eine richtige Fruststelle irgendwie, wo du zwei so eine Typen hattest, irgendwie die Granaten geworfen haben oder Dynamitstangen hinter so einem Rolltor, was sich ständig geschlossen hat. Das war erstmal nervig. Mal gucken, ob da noch was bei ist. Küche? Schön. Na, vielleicht finden wir noch was zu essen hier. Kleinen Happen Pappen. Hm? So, haben wir hier was in den Spinden? Ja. Stoff. Ich bin mal gespannt, kommt. Die Stelle muss jetzt eigentlich fast kommen. Wie? Achso. Oh, fette Ratten. Dicke, fette Ratten. Seidenkristall. Okay. Oh! Im Konvektomaten. Okay. Krass. Oh, ein Händler. Oh, nur das Beste vom Besten. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Haben wir denn hier die Karte? Wir haben ja keine Karte diesmal, die wir kaufen können. Probierst du nicht mal eine neue Waffe aus? Schade. Könnte dir das Leben retten. Tunen jedoch nicht. Oder mal verkaufen? Können wir was verkaufen? Wir können den Perlarmreif. Den Seidenkristall oder die? Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Der Goldlux ist auch bereit für den Verkauf. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Na dann, was kann ich für dich tun? Sowohl als auch, Melly. Und zwar einmal bei Couch-Kommando siehst du quasi Martin und Liz. Und hier bei uns, bei Benny und Steve, siehst du natürlich Benny und mich. So der Plan. Stirb mir da draußen nicht weg. So. Okay. Ein braunes Ei. Okay, ein Aufschnitt hier. Leuchtet hier so schön rot. Oh, wie ist das? Oh, schön. Hier einen Fisch mitnehmen. Na, das wär doch. Das wär doch. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Nee, das ist der olle tote Fisch in meiner Tasche, den du hier riechst, mein Freund. Okay, also hier geht's lang. Das ist der Weg. Oder auch nicht. Hm? Achso, jetzt noch weiter. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass ich wieder auf Ashleys Tür zusteuere. Aber die sind. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Oh nein. Oh nein, Alter. Dass die jetzt hier kommen, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Und zwar ist... Oh, die sind mies. Es gibt hier einen Gegnertyp, die Generators sind das. Die kannst du nicht töten, es sei denn, du triffst gewisse Punkte innerhalb des Körpers bei denen, die du aber auch nur siehst, wenn du so einen Infrarot-Scope hast. Weil ich nicht habe. Oh, nee, ey. Scheiße. Also die sind nicht geil. Und die fressen richtig Munition. War der kleine Penner jetzt bloß zum Antisander? Labornotiz! Herrn Dr. Ernesto Munoz Reyes, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat den Auftrag auf Erneuerung ihrer Schlüsselkarte stattgegeben.
Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Verwaltung Trakt 1. Okay. Na, dann lass uns mal ein paar Karten umschreiben. Ist ja nicht so, dass ich überhaupt eine Karte hätte, aber bitte. Okay, melde ich mich später. Oder liegt die jetzt hier? Gammelt die irgendwo rum? Nee, tut sie nicht. Boah, die Hechel schon, ey. Richtig unangenehm. Mhm. Müssen wir beide Knoten anmachen? Wahrscheinlich, ne? Hat jetzt bestätigt, ja, ne? Hat er. Knoten versorgt. Ne? Jo. Es führt allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis. Nicht, ey. Ach, wie schön, Alter. Mann, wieso, Benny? Wieso? Ich denke ja doch nicht so. Ist schon schlimm genug hier. So, hier kommen wir erstmal nicht rein. In die Sezierstation werde ich auch nicht reinkommen und wahrscheinlich lag hier vorne die Karte. Okay. So, und spurten wir nochmal schnell zurück, in der Hoffnung, dass wir da die Karte finden. Oder? Warte mal, hat er das jetzt... Ja, nee, immer wichtig. Des einen Knarre des anderen Leibländer. Hier vorne schon drin? Ja, hier waren wir drin. Okay, wir müssen komplett nochmal rum. Ach Gott. Die Karte übersehen? Hat die irgendein Gegnertyp beigehabt oder was? Ja, Schießpulver noch mitnehmen. Was ist doch hier?
Oder ist das auf einer anderen Etage oder was? Ist nichts. Nope. Theoretisch müsste es ja hier irgendwo jetzt sein. Ist das aber nicht. Auf der anderen Seite? Ist ja strange. Mal drin. Okay, einfach nochmal rum um die Ecke und dann vielleicht auf der Seite. Da wo der, ach so, vielleicht da wo der Typ aus dem Konvektomaten gerannt ist. Hat der was bei ihr gehabt? Also er hier quasi. Ja, aber auch nix. Hä? Wir sind völlig woanders jetzt. Okay. Nicht das, was wir eigentlich brauchten, aber... Warte mal. Zeigt dir was an? Nee. Also hier kommen wir nicht rein, hier kommen wir nicht rein. Und hier finden wir nichts. Was ist das für ein Scheiß? Hä? Ich meine, hä? Ja, da ist doch aber nichts gewesen. Gehen wir nochmal kurz da rein irgendwie. In hier kommen wir ja nicht rein, weil keine Karte. So. Hier kommen wir nicht rein, weil zu. Wenn wir hier Richtung Gefriereinheit gehen, kommen wir nicht rein. Weil Karte. Oh, was ist jetzt hier? Kleiner Leck. So, das Einzige hier. Und jetzt hat er alle die resettet hier, wa? Hm. So. Alles ist mit Strom verbunden. Ah, okay. Ah, verstehe, alles klar. Du musstest wirklich noch... musstest das Strom-Icon musstest du auch noch aktivieren. Na toll. Oh. Schön. Das ist ja... ganz schön. Macht euer Ding hier einfach weiter. Irgendwie Gerüchte nicht über eure Sexpraktiken. Analysebericht Regenerator. Datum 8. April. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne es Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet sind, ist er in der Lage, seine Gewebe immer wieder zu regenerieren. 10. April. Ich habe teilweise seinen Körper mit biosensorischem Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. 13. April. Ich habe die überheblichen Flachpfeifen aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist gerade bleich geworden. Da
Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Datum. Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Schön. So, hier finden wir jetzt auch wahrscheinlich die Karte. Genau, hier ist die Schlüsselkarte Stufe 1. Yay. So. Problem ist, ich habe dieses Fernglas noch nicht. Und da ist er. Scheiße, was bist denn du? So, ich habe halt besagte Fernglas noch nicht, deswegen verpissen wir uns. Okay. So, kann ich jetzt hier hin? Alter, er ist schnell, wa? Ja, schnell. Er ist verdammt schnell. Hör mal ab. Geh mal weg. Und das war doof. So, wo? Orientierung komplett gerade verloren. Wunderbar, schön. Kann ich hier schon? Nee, kann ich erst mit zwei Dingern. Alter, er ist schnell! Kann ich erst mit zwei Dingern rein. Vielleicht kann ich ihn hier irgendwie abhängen. Beim Händler. Im Original war es so, dass wir das Fernglas innerhalb dieses Areals erst gefunden haben. Muss ich es hier etwa kaufen? Was kann ich dir Gutes tun? Nee, kannst du auch nicht kaufen. Probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten? Ja, bestimmt. Mist. Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Wäre das harte Zeiten, Partner. Tun. Oh, und da läuft er. Scheiße. So. Okay. Lass mal kurz schauen. Wir müssen jetzt quasi... Wir sind in der Efri-Einheit gewesen. Und... Schnubbidi-bub. Labornotiz, what? Ah, im Ifri-Haus. Also da, wo wir schon waren. Das heißt, wo müssen wir die Karte da eingeben? Kommen wir jetzt dann natürlich nicht so weit. Toller Typ. So, schleichen wir mal weiter. So, hier vorne kommen wir zur Efri-Einheit. Benutzen. Okay, und hier muss ich jetzt anscheinend die Karte überschreiben. Natürlich. Dann mach ich die mal erstmal kurz hier hin. Ist ja was Schönes. Pistolenmunition. Auf, Alter. Mist, noch einer? Da ist ja noch einer. Ich hab ja den ersten noch nicht mal gekriegt. Ja, regeneriert sich halt immer wieder, ne? Sobald ich halt die Schwachpunkte noch nicht gesehen habe von ihm. Schlüsselkarte.
Wo ist er? So, Schlüsselkarte haben wir. Schönes Ding. Okay. Zwei, wunderbar, schön. Geht aufs Haus. So, das Problem ist, ich weiß jetzt gerade nicht. Hier müssen wir hin, ne? Genau. Oh, was für ein Eiertanz, ey. Mann. Wie gesagt, das Problem ist halt, sobald wir diese Scope noch nicht haben, können wir uns halt komplett sparen da mit der Munition, in den Rind zu mäuzen da irgendwie. Was? Oh nee, echt jetzt? Schöner Suplex, jawohl. So, da machen wir es nicht mehr. Lebt der noch? Nee. So, wo zur Hölle finde ich dieses blöde Fernglas? Ohne Fernglas ist alles für den Arsch. Gönnen wir uns erstmal ein Ei. Mal eine schöne Forelle hinterher. Ja, Hauptsache, wir haben auf meine Jetons. So, hier mehr Munition, sehr schön. Oh, komm. Oh Mann. Alter, wieso denn? Weiß ja schon Bescheid, wenn du jetzt hier die ganze Gewehrmunition findest. Drei. Oh nein, ich hab keine drei. Ich muss erst zur Zielstation. Das darf doch aber nicht wahr sein. Na, ist klar, die kommen da raus. Also das steht so klar wie das Arm in der Kirche. Kommen sie nur jetzt raus? Oder kommen sie erst später raus? Und wieder zurück hier. Wenigstens habe ich jetzt ein bisschen Heilung irgendwie. Das ist auch nicht verkehrt. Grüne Kraut. Sie werden schon wissen, wieso. Drüber springen. Jawohl, da ist es. Biosensorisches Fernrohr. Und dann lass uns das doch mal bitte Zubehör. Die Stingray. So. Genau. So sieht es denn nämlich aus. Und hier sieht man dann halt auch die Schwachpunkte. Ausbruch E-Testsubjekts. Eines Testsubjekts wahrscheinlich. Eines kann man auch nicht ausschreiben, in dem Fall wäre auch Quatsch. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase, brach aus seinem Heiltank aus und flüchtete. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall. 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnte bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geborgen werden. Wir müssen natürlich ein Werkzeug aus dem Vieh rausholen, ist klar. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unseren anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die
die der Forscher. Ja. So, das wird ein toller Battle jetzt werden hier. So, gehen wir davon aus, dass man jetzt an die Ruf schießen kann. Doch, kann man, schön. Hat das was gebracht? Bada bam, bada bum. Na, das war doch gut. Frage ist jetzt eigentlich nur, kommt der zweite hoch raus? Oh, hoppala, hey, hey, hey. Oh Gott, das sind überall welche. Ja, macht man es jetzt vorher? Oder bleiben die vielleicht im Tank drinne? Who knows? Ich geh mal raus.